aktuell an die Tankstellen zu fahren, ja, da hört man viel Zeter und auch viel Mordio. Die Preise an den Spritsäulen gehen immer weiter runter, obwohl auf der anderen Seite der Ölpreis fällt. Ja, was ist da los mit der Energie in Deutschland? Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV, hier aus der Frankfurter Börse. Und zu diesem Thema habe ich mir den Publizisten Roland Tichy eingeladen, Herausgeber unter anderem von Tichys Einblick. Ja, Herr Tichy, hatte nicht unser Verkehrsminister Volker Wissing vor der Wahl noch gesagt, tanken darf kein Luxusgut werden? 2,40 Euro für Diesel ist für mich Luxus. Es ist Luxus und Wissing ist natürlich von der Weltgeschichte überholt. Er hätte es vorher wissen können. Der Grund ist ja nicht nur, wie jetzt immer getan wird, der böse Wladimir. Schuld ist er daran, die deutsche Energiepolitik zum Wesentlichen, die sich darauf gefreut hat, dass sie alles mit Windrädern und Solarpaneelen machen kann. Das bedeutet aber, weil das nicht funktioniert, wir brauchen Gas, Gas, Gas. Wir haben in den letzten 10 Jahren den Gaseinsatz aus Russland fast verdoppelt. Und dieser Gaseinsatz sollte weitergehen. Diese Bundesregierung braucht, um ihre Ziele zu verwirklichen, 50 bis 60 zusätzliche riesige Gaskraftwerke. Die gibt es nicht, oder die Gaskraftwerke gibt es irgendwann, aber dann gibt es kein Gas. Also die ganze Energiewende ist gescheitert und wir zahlen die Zeche, egal ob beim Heizen, in der Industrie, bei den Arbeitsplätzen oder eben an der Tankstelle. Wir bekommen ja nach wie vor noch russisches Gas und zwar jede Menge. Deutschland ist ja wirklich abhängig, 55%. Ich meine, der Amerikaner tut sich da leicht, da sind die Abhängigkeiten nicht so groß. Der kann aus Öl, aus Gas, aus Russland letztlich verzichten. Aber selbst Biden tritt man auf die Füße und sagt, ey, Gas, Petroleum in Amerika ist zu teuer und jetzt schickst du auch noch welches nach Deutschland, gefracktes Gas. Wird uns das helfen? Es wird uns kaum helfen, weil wir haben ja gar keine Kapazitäten, das Zeug zu kriegen. Es ist ja so ein Kinderglaube unserer grünen Politiker, dass man irgendwie eine Infrastruktur, die über Jahrzehnte gebaut, investiert und gewartet werden muss, gewissermaßen über Nacht wie ein Tauchsieder anschaltet oder ausschaltet. So geht es natürlich nicht. Also wir werden uns retten können, alles ist möglich, aber wir haben ja verboten Braunkohle, wir wollen Steinkohle abbauen, wir wollen kein Fracking bei uns, sondern Fracking aus den USA importieren. Wir wollen hier keine Kernkraftwerke, aber in Frankreich, in Polen, in den Niederlanden. Also wir sind ein Land geworden des großen Niet. Nein, mit uns nicht. Und dafür müssen wir jetzt bezahlen. Das ist das eine. Und das zweite, machen wir uns nichts vor. Von jedem Liter Diesel oder jedem Liter Benzin geht mehr als die Hälfte an Lindner, an Christian Lindner. Der ist der Profiteur der Krise. Man muss fair zu ihm sein und sagen, er will ja wenigstens einen Teil zurückgeben. Aber schon der ADAC behumpst uns ein bisschen, indem er in seiner Spritrechnung nicht aufführt die CO2-Abgabe. Das ist auch so etwas, was deutsche Politiker lieben. Wir sollen Abgaben zahlen, aber das wird dann nicht gesagt. Also, der Benzinpreis in Deutschland ist zu hoch, weil der Staat zu gierig ist und weil der Staat mit der Mehrwertsteuer an unserer Not verdient. Wenn wir zahlen 19% Mehrwertsteuer, ist es eine Schweinerei angesichts der Tatsache, dass die Leute nicht mehr fahren können, obwohl sie fahren müssen. Und wenn man dann bedenkt, es ist ja nicht nur der private Haushalt, der fahren muss. Die ganzen Trucks, die ganzen LKWs, die gehen ja mittlerweile schon auf die Straße, weil sie sagen, wir zahlen drauf, wir lassen die LKWs, wir lassen die Speditionen zu. Und was haben wir dann? Dann haben wir ein riesen Lieferkettenproblem. Dann geht es nämlich richtig los. Naja, wir haben das ja, und das muss uns klar sein, wir wollen das so. Die Bundesregierung hat zum 1. Januar die zweite Stufe der CO2-Benzin- und Dieselpreissteigerung gezündet. Die erste war ein Jahr vorher. Die Bundesregierung sagt immer, es ist ganz toll, wenn wir mehr zahlen. Weil wir sind ja irgendwie die letzten Deppen, die noch arbeiten und Geld verdienen. Und dann kommt irgendein Umweltminister oder Wirtschaftsminister und sagt, es ist zu viel, was ihr habt, weg damit. Das heißt, die Energiepreissteigerung ist in Wirklichkeit erklärte und gewollte Politik. Und hier müssen wir ansetzen, es geht auch nicht um 20 Cent oder um 40 Cent. Das entlastet uns natürlich toll, dafür nicht dafür, aber wir müssen wieder deutlich unter die 2 Euro. Und vor allen Dingen, nicht vergessen, es geht nicht nur ums Fahren, Sie haben es ja angedeutet. Die Bauern, so ein Traktor, der den ganzen Tag übers Feld fährt, der verbrennt traditionell 250 Euro Diesel.
Der hat jetzt natürlich ein 350, 400. Das schlägt ins Getreide durch. Das heißt, Energie ist immer etwas, was in jedem Produkt steht. Im Brötchen, in der Semmel ist nicht so sehr der Weizen das Teure, sondern das Gas, mit dem das aufgebacken wird in der Großbäckerei. Mit anderen Worten, Energie steckt überall drin. Und da die deutschen Bundesregierungen seit 16 Jahren Energie prinzipiell verteufeln und teuer machen, ist auch unsere Industrie gefährdet und damit jeder Arbeitsplatz. Sie haben es eben schon richtig angesprochen, in Frankreich, der Tschechei, in Polen werden überall neue Atomkraftwerke gebaut, die man ja jetzt sogar noch als klimaneutral hinnehmen muss in Deutschland. Könnten wir da nicht auch tatsächlich jetzt mal wieder anfangen mit Atomkraft, um unseren Energiespeicher überhaupt mal zu füllen? Es ist ja so, wir sind ja echte Geisterfahrer. Denken Sie daran, an dem Tag, an dem Putin in der Ukraine eingefallen ist, an dem Tag, an dem wir alle wussten, jetzt fällt die Welt um, so wie wir sie kennen, ist unsere Umweltministerin Steffi Lemke nach Polen gefahren und hat den Polen erklärt, wenn ihr die Kernkraftwerke baut, werden wir euch bestrafen. Statt dass sie sagt, danke liebe Polen, dass wenigstens ihr so vernünftig seid und unser Gasproblem löst. Also daran merkt man den Irrsinn, eine Umweltministerin hat es nicht gerafft. Sie hat von Umwelt keine Ahnung, sie hat von Wirtschaft keine Ahnung, sie hat von den Menschen keine Ahnung. Wir sind ihr egal für irgendwelche Ideologien und dafür bezahlen wir. Wir zahlen für Steffi Lemkes Unsinn. Und dann kommt noch ein Anton Hofreiter von den Grünen um die Ecke und sagt, ja gut, wenn ihr kein Geld mehr für Sprit habt, dann nehmt einen Kredit auf und kauft euch ein Elektroauto. Aber wo soll der ganze Strom herkommen? Das ist ja diese Logik. Ja? Also wir stellen um auf Elektro, aber wir haben keinen Strom. Und das ist ja einer der ganz großen Fehler. In der Vergangenheit war es so, wir haben immer wieder Krisen einzelner Wirtschaftsbereiche gehabt oder einzelne Energieformen. Dann konnte man auf die andere ausweichen. Also hast du keinen Strom, kannst du trotzdem noch fahren. Zum Beispiel, wenn wir alles auf Strom umstellen, sind wir noch elementarer von Strom abhängig. Und vor allen Dingen, wir haben keinen Strom. Das ist ja die Hirnrissigkeit und anders kann man es nicht nennen. Die Kurzfristigkeit, die Blindheit, andere Wörter sind härter und wahrscheinlich presserechtlich nicht erlaubt, dass wir auf Strom umstellen und keinen haben. Und dann hört man noch vom Bundespräsidenten AD Joachim Gauck, ja, dann müssen wir halt eben auch mal ein bisschen frieren für den Frieden. Ja, das kann ja nun auf Dauer auch keine Alternative sein. Also früher sagte man immer, weißt du, es ist immer gut, den Gürtel enger zu schnallen und dann am Gürtel des anderen herumzufummeln. Und das macht der Gauck. Also ich würde wetten, der dreht seinen Heizkörper nicht zurück, aber wir sollen es. Mit anderen Worten, man kann positiv sein. Man kann sagen, okay, wir haben die Krise in der Ukraine, die fordert vielleicht auch von uns Opfer. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber eines ist klar, es wird jetzt bloß deutlich, was verkehrt läuft. Denn die Kernkraftwerke hat nicht Wladimir abgeschaltet, die haben wir abgeschaltet. Die Kohlekraftwerke hat nicht Wladimir Putin bombardiert, die haben wir zerstört. Und so weiter und so fort. Wir haben auf eine Energiewende gesetzt, von der zum Beispiel seit 10 Jahren sage ich, das läuft nicht, das geht nicht, das klappt nicht. Du kannst nicht mehr Strom vergeben und keinen haben. Und jetzt ist es so, denn machen wir uns nichts vor. An einem Tag wie heute, da bringt die gesamte erneuerbare Industrie, also Windräder, Solar und dieser ganze Käse, bringt so viel Energie her wie ein Kernkraftwerk. Wir haben jetzt in der Winterhalbzeit, das Gott sei Dank zu Ende geht, praktisch keinen nennenswerten Beitrag von Windrädern, weil der Wind nicht weht. Und es nutzt auch nichts, die Anzahl der Windräder zu verdreifachen oder zu verzehnfachen. Wenn ein Windrad steht, stehen alle. Das ist die Schnapsidee und immer gab es eine Hoffnung, die heißt Putins Gas. Und diese Hoffnung ist jetzt endgültig geplatzt. Also ist Nord Stream 2 vom Tisch zu Ende tot? Ich glaube, das ist aus politischen Gründen zu Ende. Ich meine, sollte der Krieg in der Ukraine einigermaßen vernünftig zu Ende gehen, ohne dass dieses ganze Land totgetrampelt wird von Putins Armeen, dann kann man auch wieder sicherlich verhandeln, ob das System wieder in Gang kommt. Russland ist ja nur noch ein Rohstoffkeller. Die Frage ist, wer darf da reinfassen, wir oder die Chinesen? Russland hat ja keine
wirkliche Industrie mehr. Also es ist ein ausgeblutetes, industriell gesehen, Land. Und darüber wird man dann natürlich auch, wenn man jetzt auf Putin schimpft, der böse Vladi, wird man sich dann wieder daran erinnern, Mensch, der hat ja vielleicht nicht recht, aber er hat Gas. Aber trotzdem ändert das nichts daran. Es ist zu teuer, es ist unwirtschaftlich. Und übrigens, Gas, das aus 9000 Kilometer Entfernung mühsam hierher gepumpt wird mit riesigem Aufwand, ist nicht sehr viel sauberer als dreckige Braunkohle. Die Logik ist allerdings kein Vater in Deutschland. Abschlussfrage an Roland Tichy, an den Publizisten. Was wäre denn die Möglichkeit, tatsächlich Deutschland jetzt energieunabhängiger für die Zukunft zu machen? Wir werden wieder das tun müssen, was wir früher auch getan haben, nämlich auf alle möglichen Energiequellen umgehen. Ich habe nichts gegen Windräder und ein paar Solaranlagen. Ich habe was gegen Maisfelder, weil der Mais nur verbrannt wird. Wir werden aber diese Landwirtschaftsfläche für Getreide brauchen. Wir laufen in eine weltweite Hungersituation, weil es zu wenig Getreide gibt und wir verbrennen es im Tank. Wir werden, ob wir es wollen oder nicht, die Braunkohle eine Zeit lang weiter fördern müssen. Wir werden Steinkohle importieren müssen. Wir müssen uns die Frage stellen, es gibt auch Erdgaslagerstätten und nicht zu kleine in Deutschland. Warum zapfen wir die nicht an? Warum zapfen wir die Erdgasvorräte, die unter unserem Boden liegen, nicht an, sondern importieren nur aus Russland? Warum machen wir kein Fracking, aber importieren Fracking-Gas aus den USA? Das ist ja diese Unmoral. Wir finden das fürchterlich, dieses Fracking. Aber wir nutzen es, wenn es in Amerika genutzt wird. Warum bauen wir nicht wieder neuere Formen von Kernkraftwerken? Da gibt es ja interessante Entwicklungen, die zu lang sind jetzt, um sie zu diskutieren. Das sind ja neue Kraftwerke. Aber wir sagen eben, wie vorhin schon sagte, nein, nein, nein. Und diese grüne und rote und schwarze Verweigerungshaltung der Realität gegenüber, die muss aufhören, dann fließt auch wieder Strom. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, etwas weniger Nein, ein bisschen mehr Ja und ein bisschen mehr Offenheit. Roland Tichy, Publizist und Herausgeber von Tichys Einblick hier bei Wirtschaft TV aus der Frankfurter Wertpapierbörse.